Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's, euer Christian von Big Fish Media und heute willkommen zu Christians Angelschule. In diesen Videos werde ich euch ein paar tolle Montagen erklären und in kleinen Schritten zeigen, wie ihr diese nachbauen könnt und hoffentlich damit tolle Fische fangt. Viel Spaß! Das Wichtigste ist natürlich die Rute, die Rolle und die Schnur. Die braucht ihr zu jeder Angelmethode. Hier habe ich mich für eine kurze Rute entschieden. Das ist eigentlich eine Spoon-Rute, aber das ist total egal. Die hat 0,8 bis 8 Gramm Wurfgewicht. Für eine leichte Posenmontage ist die auch optimal. Nehmt einfach, was ihr habt. Ihr müsst nicht für jede Angelmontage eine andere Rute kaufen, auch wenn es die Hersteller natürlich so möchten. Und auch wenn ich sagen kann, wenn man natürlich die richtige Rute für die Angelmethode hat, das noch mehr Spaß macht, weil die Rute leichter ist oder ihr weiter werfen könnt oder sonst was. Aber erstmal für den Anfang reicht das aus, wenn die Rute, die Rolle und die Schnur zum Gewässer und zu der erwartenden Fischart passt. Hier habe ich also eine leichte Rute, 1,83 Meter, die ist hier für den kleinen Bach optimal und da wollen wir jetzt angeln. Dann eine leichte Rolle, so eine 1000er mit feiner Schnur. Hier ist feine geflochtene drauf, die braucht ihr nicht unbedingt. Es würde auch eine feine 18er, 0,18er Monofile passen. Rolle schön fest dran schrauben, das ist wichtig, weil ansonsten wackelt das nachher oder ihr könnt sie sogar verlieren. Dann prüfe ich die Rolle meist, schaue mir die Bremseinstellung an, das kann man aber nachher nochmal machen. Danach wird die Schnur durch die Ringe geführt. Da dürft ihr keinen auslassen, denn sonst habt ihr beim Werfen nachher Probleme. Für das Montieren mache ich mir immer die Bremse ganz auf. Wenn ihr den Rollenbügel aufklappt und dann die Schnur durch die Ringe führt, dann kann es sein, dass der Wind euch die Schnur von der Rolle bläst oder auch bei Monofiler, wenn die leicht verdrallt ist oder so, dann fliegt die Schnur einfach von der Rolle und dann habt ihr nachher alles verheddert. Deswegen die Bremse leicht lösen und dann die Schnur schön durch alle Ringe führen. Das machen wir jetzt mal und dann geht's weiter. Die Schnur habe ich jetzt durch alle Ringe gefädelt. Dann kann man die Bremse schon einstellen, indem ich die Schnur hier festhalte, Schnur von der Rolle ziehe, die Bremse immer ein bisschen fester mache. Und dann seht ihr, jetzt ist wirklich, bevor die Rute bricht und ich da wirklich extrem dran reißen muss, gibt die Bremse schnurfrei. Das ist gut so, denn wenn man die Bremse ganz fest zu hätte oder sowas und ein großer Fisch beißt, dann reißt er voll an der Schnur der Rute und dann wird irgendwo der Schwachpunkt sein. Meistens irgendein Knoten, ein Wirbel oder sowas, der geht dann kaputt. Das hat natürlich den Fischverlust zur Folge und das wollen wir nicht. Deshalb die Bremse immer gut einstellen, sodass sie schön wie hier die Schnur freigibt, bevor irgendwas reißen, kaputt gehen kann und sonst was. Jetzt wird montiert. Was brauchen wir? Wie in der Videobeschreibung gelesen, geht es um die Feststellpose, die hier an so einem kleinen Bach, auch an eurem Bach, auch für Forelle, Döbel, wirklich optimal ist, um verschiedene Standplätze auszufischen. Macht auch sehr viel Spaß. Wie man das montiert, das zeige ich euch jetzt. Ich werde dafür das Absolut Angeln Allround Set benutzen. Das habe ich schon mal vorgestellt. Da ist wirklich alles drin, was ihr an so einem kleinen Fluss, kleiner Bach oder an einem See braucht, um da Fische zu fangen. Unter anderem zwei Feststellposen. Zwei verschiedene Feststellposen gibt es in diesem Set. Der Unterschied ist direkt klar erkennbar. Die eine ist sehr schlank und fein und die andere ist eher dickbauchig. Die schlanken und feinen, die benutzt man, wenn man zum Beispiel im See angelt, in Stillgewässern oder in ganz langsam fließenden Flüssen. Dann hat man halt eine sehr feine Bissanzeige und die Pose sitzt schön im Wasser drin und der Fisch spürt auch wenig Widerstand, wenn er die unterzieht, wegzieht. Das ist also eine sehr schöne Bissanzeige, eine sehr schöne Pose für Stillgewässer. Diese etwas bauchigeren Posen wie diese hier, die sind eher für Fließgewässer. Wenn die Strömung mit der Pose spielt, dann liegt sowas sicherer in der Strömung. Der Köder treibt sauberer ab. Sowas würde dann schnell von so einem Strudel erfasst werden und rumwirbeln. Deshalb diese etwas bauchigeren Posen besser für Strömung. Also schnell fließende Bäche, Flüsse und so weiter, da benutzt man sowas besser. Wir haben jetzt hier einen Bach. Ich will die Pose ein bisschen treiben lassen, unter so einer Brücke durch oder da hinten ist so ein Gumpen oder so, da reintreiben lassen. Da benutze ich dann lieber die bauchige. Ganz wichtig ist, dass hier hinten diese Silikongummis drauf sind, denn damit wird die Pose nachher festgestellt. Die ziehe ich jetzt erstmal ab, führe die Schnur oben durch die Öse. Die Pose hat oben so eine kleine Öse. Sehr viele Feststellposen haben das. Ansonsten gibt es natürlich auch welche, die oben auch Silikonstopper haben. Aber die hat oben eine kleine Edelstahlöse. Eine kleine Edelstahlhülse, da geht die Schnur durch, ganz einfach. Natürlich gucken, dass sie richtig rum auf der Schnur sitzt. Hier geht es zur Rute und hier geht es zum Haken, aber das ist logisch, denke ich mal. Dann kommen unten die zwei Silikonstopper drauf. So. Dann kann ich die Stopper unten wieder auf den Posenkiel stecken. Und dann ist die Pose schon montiert. Sitzt dann so auf der Schnur, Feststellpose daher, weil sie wirklich fest ist.
Das heißt, die Wassertiefe, in der ihr angelt, die bestimmt ihr, indem ihr die Pose auf der Schnur hoch und runter schiebt. Logisch ist dabei natürlich, dass die Gewässertiefe niemals tiefer sein darf oder die Angeltiefe als die Rute lang ist, weil ihr könnt das jetzt so weit nach oben schieben. Bei der 1,83 Meter Rute bin ich so bei der Tiefe angelangt und danach kann man das Ganze nicht mehr werfen, weil beim Werfen hängt natürlich der Köder schon am Boden und so weiter. Hier der Bach, der hat so eine Wassertiefe von 40, 50 cm maximal, vielleicht manchmal ein bisschen tiefer oder ein bisschen flacher. Das heißt, ich will so in 30 cm Tiefe angeln. Da ist so eine Feststellpose optimal. Stelle ich mir jetzt gleich auch so ein, aber das mache ich erst, wenn der Haken und die Bebleiung drauf ist. Nachdem ich die Pose montiert habe, kommt jetzt hier ein feiner Wirbel drauf. Braucht man nicht unbedingt. Man kann auch eine Schlaufe binden und das Vorfach des Hakens da einschlaufen. Aber bei so einem Wirbel habt ihr halt die Möglichkeit, den Haken nochmal auszutauschen. Falls größere Fische im Spiel sind und ihr einen anderen Haken montieren wollt oder einfach was anderes präsentieren wollt und dann die Hakengröße ändern wollt. Bei Maden zum Beispiel braucht ihr einen kleinen Haken oder wenn ihr jetzt einen dicken Wurm präsentieren möchtet, dann muss der Haken größer sein. Deshalb ist dieser Wirbel relativ praktisch, weil da hängt man einfach das Vorfach ein und man kann halt den Haken schnell wechseln. Den binde ich einfach mit so einem einfachen Blutknoten dran. Den habe ich damals in der Angelprüfung gelernt. Das heißt, man geht durch die Öse, dann wickelt man fünfmal um die Schnur, geht wieder zurück durch die entstandene Öse und zieht dann fest. Also das ist ein ganz einfacher Knoten, einfacher Blutknoten und der hält wirklich bombig an solchen Wirbeln. So, das überstehende Schnurende schneide ich ab. Wir haben in dem Allround-Set hier so eine schöne Vorfachschere, da geht das relativ praktisch mit. Selbst die geflochtene schneidet das super. So, das Schnurende stecke ich ein, keinen Müll liegen lassen. So sieht das schon gut aus. Jetzt brauchen wir noch die Bebleiung. Das mache ich immer, bevor ich den Haken dran mache, weil dann kann ich mir genau angucken, wie die Pose steht. 4 Gramm Tragkraft hat diese Pose hier. Ihr dürft nicht vergessen, ihr hängt ja noch unten was dran als Köder. Ich will einen fetten Taubo montieren, der hat so circa 1 Gramm oder sowas. Deswegen denke ich, wenn ich jetzt 3 Gramm hier montiere, dann werde ich nachher eine gut stehende, also eine gute Bissanzeige haben. Die Pose wird schön im Wasser stehen, die Fische merken auch nicht viel Widerstand. Wenn zu wenig Blei drauf ist, dann liegt die Pose nur so auf dem Wasser. Bei zu viel Blei geht sie einfach unter, das ist nicht der Sinn der Posenmontage. Deshalb ist es wichtig, da die richtige Menge Blei zu montieren. Je besser die Pose austariert ist, desto besser ist die Bissanzeige und desto weniger Widerstand haben die Fische natürlich auch beim Biss. Die Bleie sind hier schön beschrieben, 1,5 Gramm ist so ein dickes hier, das heißt, davon bräuchte ich 2. Aber es ist sinnvoll, auch nachher ein Blei aufs Vorfach zu machen, weil ich möchte, dass der Köder schnell absinkt und in dem Bereich ist, wo die Fische auch stehen. Deshalb werde ich jetzt 1,5 Gramm direkt auf die Schnur machen, vor den Wirbel noch, auf die Hauptschnur. Und das andere Blei werde ich dann auf das Vorfach machen. Da werde ich mir 2 0,8 Gramm Bleie, kommen dann direkt aufs Vorfach. So, die nehme ich mir schon mal raus. Geht ihr auf Döbel heute, hier sind Forellenhaken drin. Auf Forellen würde das genauso funktionieren. Die haben einen 22er Vorfach, sind wirklich glasklar. Ist das Vorfach, sehen gut aus. Die Haken abwickeln, am besten die Finger durchstecken und dann kann man einfach am Haken anpacken und abwickeln. Wenn man das versucht auseinander zu knoten, dieses Vorfach, dann hat man das meist verknotet und dann macht einem das Angeln nachher keine Freude mehr. Deshalb am besten Finger durch, abwickeln, dann klappt das sehr gut. So, hier ist meine Pose mit dem Wirbel. Den Haken hänge ich einfach unten in den Wirbel ein. Und fertig. Jetzt kommen noch die 2 Bleie unten drauf. Es gibt viele, die machen keinen Blei aufs Vorfach, weil einfach das Vorfach der feinste Teil der Montage ist und so ein Bleischrot schon die Schnur beschädigen kann. Aber die Bleie hier, die sind sehr weich. Da passiert nichts. So einfach ist die fertige Montage hier. Feststellpose, 3 Bleie drauf und hier unten der Haken. Geht wirklich nicht einfacher. Auf den Haken werde ich jetzt einen schönen Wurm stecken und mal gucken, ob hier unter der Brücke ein Fisch lauert. Wurm ist dran. Das klappt auf jeden Fall in jedem Bach, auf jede Forelle, jeder Döbel und alles, was da drin kreucht und fleucht, wird hier drauf einsteigen. Die Würmer haben so eine dicke Stelle in der Mitte
Und wenn ihr die da aufstecht, dann halten die ziemlich gut am Haken. Ich habe es jetzt 2-3 Mal draufgestochen, sitzt jetzt gut. Schön ist auch, wenn ihr so ein Wurmende immer freilasst, denn das bewegt sich richtig schön und lockt natürlich auch die Fische. Das lassen wir jetzt unter der Brücke durchtreiben und gucken mal, ob da ein Fisch einsteigt. Ich sehe die Pose jetzt natürlich nicht mehr, aber ich weiß, die sind in der fängigen Zone. Halt die jetzt kurz an, jetzt steigt der Wurm schön auf dahinter wegen der Strömung. Jetzt gucken wir mal, ob da was beißt. Ja Leute, strömender Regen plötzlich. Eigentlich war kein Regen angesagt. Gregor sagte noch, es bleibt schön. Ich hatte schon 2 Zupfer an meiner Pose, aber die Fische, ja, denen scheint der Wetterwechsel hier auf den Magen zu schlagen, glaube ich. So Leute, ich bin pitschnass, habe keinen Fisch gefangen, wurde hier voll vom Regen überrascht. Gregor hat noch gesagt, heute regnet es nicht. Danke Gregor. Morgen wird wieder besseres Wetter, dann werde ich wieder am Wasser sein und dann wird sicherlich auch ein Fisch beißen. Bis dann Leute. Gestern fing es voll an zu regnen, wirklich der Mega-Regenguss. Ich bin pitschnass geworden, deswegen auch kein Fisch. Ich habe dann eingepackt, bin nach Hause gefahren, denn das teure Equipment, was jetzt gerade hier meine Action filmen soll, soll natürlich nicht kaputt gehen. Heute der nächste Versuch, mit der Feststellpose hier einen Fisch zu fangen. Rute immer noch genauso wie gestern, Rute, Rolle, Feststellpose. Frischer Wurm kommt jetzt dran und dann werde ich hier mal probieren, am Bach einen Fisch zu fangen. So, das ist die Räubermontage. Feststellpose, schöne Bebleiung drauf und dann hier unten so ein fetter Tauwurm, der nur 2-mal eingestochen hier für eine gute Aktion sorgt, sich toll bewegt. Müsst ihr natürlich ein bisschen warten mit dem Anschlag, denn der Fisch muss den Wurm natürlich erst komplett aufnehmen. Pose sollte also sauber abziehen, dann seht ihr, da ist der Fisch dran. Hier im Bach ist es so, die Pose treibt natürlich ab, der Wurm treibt dann da unten drunter her. Wenn man die Pose so ein Stück stoppt, dann geht der Wurm so ein bisschen nach vorne und der Biss sollte dann halt so nach vorne gehen. Die Pose halt unter Wasser ziehen. Wenn ihr seht, dass die Pose plötzlich sich so bewegt, dann heißt es, dass der Wurm am Grund festhängt und die Pose dann einfach nur deswegen so unter Wasser gedrückt wird. Das ist kein Biss. Mit der Zeit lernt ihr sowas zu unterscheiden und dann auch zur richtigen Zeit den Anhieb zu setzen. Ich werde jetzt mal, da vorne ist so ein tiefes Loch in der Strömung und da werde ich den Wurm präsentieren. In einem Forellenbach, da lauern da häufig die Forellen, auch hinter Steinen oder so, da lauern die Fische. Auch die Döbel, die ja so ähnlich ticken wie die Forellen, die lauern hinter Steinen in Vertiefung und so weiter. Und genau da könnt ihr natürlich so eine Montage präsentieren. Das werde ich jetzt tun und hoffen, dass da ein Fisch beißt. Jawohl, hat jetzt hier geklappt, Leute. Ich habe die Pose schön treiben lassen und der Döbel ist eingestiegen. Also ich denke, es ist ein Döbel. Ah, jetzt habe ich ihn verloren, das gibt's doch nicht. Ah, super. Er hat mir ein dickes Stück Wurm abgebissen hier. Tja, so kann es gehen. Den Fisch habe ich verloren. Er war auf jeden Fall drauf. Ist sogar schön in die Bremse gegangen direkt am Anfang. Das gab Adrenalin. Ich probiere es jetzt nochmal hier. Denn wo ein Döbel ist, da sind meistens auch mehrere. Die Pose jetzt ziemlich flach gestellt, ihr seht das. Und den Wurm langsam treiben lassen. Hab dann gesehen, dass die Pose untergeht, angeschlagen. Naja, er war drauf. Gucken wir mal, ob noch einer beißt. Aber so macht das Laune mit der Pose. Kann man auch schön sehen hier mit der orangefarbenen Antenne. Ich kann die also ein ganzes Stück treiben lassen unter diesen Bäumen durch und bekomme dann immer noch die Bisse mit. Ah, schade. Hätte ich euch gern gezeigt, den Fisch. Neue Stelle, neues Glück. Hier ist ein ziemlich schön freies Stück, wo man auch ein bisschen was Strom aufwerfen kann und die Pose auf sich zutreiben lassen kann. Das macht auch Freude. Deswegen nochmal ein schöner, frischer Wurm drauf, denn der eben, der wurde mir ja abgefressen halb und dann hing er nur noch so lustlos am Haken. Und der Wurm ist immer besser, wenn er sich ein bisschen bewegt. Deswegen frischen Tauwurm drauf. Zack, auch wieder nur 2-mal draufstechen. So, das sieht gut aus. Jetzt werfen wir mal ein bisschen Strom auf hier. Ah, schön. Direkt Biss gehabt, hast du es gesehen? Da wieder, jetzt habe ich ihn.
Fisch ist drauf. Hat sich den Wurm aus der Strömung geschnappt. Ah, jawohl, Feststellpose hat funktioniert. Was haben wir denn da? Schön. Kleiner Döbel. Gucken wir uns den Fisch mal an. Ja, so hat das funktioniert. Kleines Döbelchen hier aus der Strömung gezuppelt mit der Feststellpose. Hat also funktioniert, die Montage. Ich mache den Fisch mal schnell los und dann geht er auch wieder zurück. Zack, Haken saß ganz vorne und wieder rein mit dem schönen Platsch. So Leute, die Montage hat funktioniert, hat Fisch gebracht, hätte natürlich größer sein können, aber das ist immer so, Fische können immer größer sein. Feststellpose, drei Bleischrote, ein Wirbel und ein Haken und schon war ich einsatzbereit, hier am Bach einen Fisch zu fangen. So sollte es sein, gleich wird es schon wieder dunkel, das ist natürlich das Blöde hier im Herbst. Der Winter kommt bald und ja, um 6:30 ist es schon fast stockdunkel. Wer sowas nachmachen möchte, wir haben bei uns im Shop, bei Absolut Angeln, dieses Allround-Set hier, ich packe den Link nochmal unten in die Infobox rein. Da ist eigentlich alles drin, was man an so kleinen Gewässern braucht. Kleiner See, kleiner Fluss oder so ein Bach hier, um dann ein paar Fische zu fangen. Euch habe ich jetzt die Feststellpose, diese Montage vorgestellt. Mal schauen, was ich beim nächsten Mal erkläre. Wer Ideen hat, was ich beim nächsten Mal erklären soll und damit einen Fisch fangen soll, der packt es einfach unten in die Kommentare rein. Da gibt es sicherlich eine Menge Methoden, die euch interessieren. Das war mal eine ganz einfache. So habe ich schon als 6-Jähriger geangelt, da hatte ich so eine Korkpose mit so einer roten Spitze dran und habe damit meine ersten Fische gefangen. Mein erster Fisch war übrigens ein Rotauge gewesen, habe ich genau mit so einer Methode überlistet und so fängt man natürlich auch heute noch Fische. Diese Feststellposen gibt es aus verschiedenen Materialien. Am Anfang waren sie aus Holz, Balsaholz meist, das ist schön leicht und schwimmt auch gut im Wasser. Es gibt natürlich auch viele andere Naturmaterialien, wie zum Beispiel Federkiele, Stachelschweinposen oder auch diese Korkproppen, die es früher gab. Heute gibt es sehr viele moderne Materialien, verschiedene Schaumstoffe. Dann gibt es auch Posen, die wirklich nicht kaputt gehen, wenn man mal drauf tritt. Die sind aus so einem weichen Schaumstoff, auch sehr praktisch, weil die Balsaholzposen, die waren leider sehr schnell kaputt früher. Einmal tritt man drauf oder so, dann ist die Pose kaputt. Sowas hält länger hier und man hat auch viel Freude daran, kann einige Fische überzeugen, überlisten und auch oft damit angeln gehen. Wer Spaß am Angeln bekommen hat, Leute, geht raus, fangt eure Fische und erlebt dies an euren Gewässern. Ich werde jetzt nach Hause und mal schauen, was morgen auf mich wartet. Bis zum nächsten Mal, habt Spaß, vertragt euch, euer Christian.